Hi, ich bin Madeleine Viola Milena. Und ich bin Irmgard Anna. Und du bist hier in der Provita Lebensfreude Lounge. Willkommen zu den Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Wir sprechen hier über Gott und die Welt, wir philosophieren, wir hinterfragen und wir inspirieren zu ganz neuen Gedanken. Ja, bei uns geht's ums Manifestieren, ums Mindset, um Persönlichkeitsentwicklung und um die Facetten des Menschseins. Wir sprechen über Erfolg und Authentizität und teilen unsere Wahrheit ganz unverblümt mit dir. Provita ist das Zuhause für Menschen wie dich, die mehr vom Leben wollen, und damit herzlich willkommen im neuen Leben. Willkommen zu einer weiteren Folge deines Lieblingspodcasts, die Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter in der Provita Lebensfreude Lounge. Wunderschön, hier haben wir es hier uns wieder gemacht. Yes. Und auch wieder ein wunderschönes neues Thema mitgebracht. Denn ich kriege sehr, sehr oft gesagt, haben auch schon Leute unter unserem Podcast kommentiert und das haben auch schon Leute auf Seminaren zu mir gesagt: Madeleine, du sprichst ja schon wie so eine weise, lebenserfahrene Frau. Ja, ich bin 23 Jahre jetzt zu diesem Zeitpunkt und die Leute sind sehr, sehr, sehr oft überrascht, wie ich rede, wovon ich rede und ja, dass ich von meinen Erkenntnissen teile oder erzähle, die andere mit, weiß nicht, 40, 50, 60, 70 Jahren noch nicht hatten. Und ja, dass das für viele teilweise auch so ein bisschen, ja, überraschend ist, so, ne, dass ich so über diese Dinge so spreche. Und deswegen würde ich in dieser Folge gern mal darüber reden, ist man denn irgendwie je zu jung für etwas oder zu alt eventuell, um irgendwas zu starten, um irgendwas zu machen, um jetzt hier einen Podcast über spirituelle Weiterentwicklung zu machen? Oder kann man erst ab einem gewissen Alter über diese Dinge sprechen und so? Ist das unnatürlich, dass ich mir über diese Dinge schon Gedanken mache mit 23 Jahren? Und ich habe ja nicht erst jetzt damit angefangen. Ich habe damit mit 20 angefangen. Da war ich auf meinem ersten großen Seminar, na, eigentlich schon mit 16. Mhm. War so mein erstes größeres Seminar, wo ich dann war. Also, um es mal ganz kurz zu sagen, nein, du bist nie zu jung oder zu alt. Mhm. Das sind alles nur interessante Ansichten, die wir haben, die wir irgendwann vom Umfeld mal aufgeschnappt haben. Und wenn wir uns von allen Ansichten lösen, die gar nicht unsere sind, und uns mal selbst fragen, was will ich selbst denn eigentlich wirklich, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um die Dinge in dein Leben zu lassen, zu denen du gerade jetzt die Ideen hast. Und du bist nie zu jung, zu alt. Es gibt auch nie den perfekten Zeitpunkt in dem Sinne. Es gibt nie in dem Sinne den perfekten Moment im Außen, die perfekte Situation im Außen. Es wird nie, um es mal so auszudrücken, der Himmel aufgehen mit einer Leinwand, wo da steht, go now. Sondern du darfst die Impulse empfangen, deinen Ideen folgen, ihnen vertrauen, und dann geschehen die wundersamen Dinge und dich davon lösen, ob das vom Passalter her jetzt stimmt, ob die äußeren Gegebenheiten ideal sind, ob alle in deinem Umfeld sagen, yes, mach das, geh in diese Richtung. Du bist die einzige Person, die vom ersten bis zum letzten Atemzug immer mit dir gemeinsam ist, und bitte wisse, du darfst vorgehen. Und du wirst all deine Liebsten, die du gerne mit im Boot hättest, früher oder später auch im Boot haben. Das war bei mir so, das war bei vielen oder ist bei vielen Menschen so, die ich in den letzten Jahren ja auch schon begleiten durfte in der Richtung. Weil letzten Endes, je mehr du dir erlaubst, in deine wahre Kraft, Größe, Stärke und Energie zu kommen, was hast du denn da für eine Ausstrahlung? Da werden unter Umständen auch Partnerschaften, Ehen oder Familien gerettet, weil du vorgehst. Mhm. Ist das immer die bequemste Entscheidung? Nein, weil solche Entscheidungen zu treffen, loszugehen und keine Sicherheit zu haben, dass das wirklich funktioniert. Unser Gehirn hat ja da keine Referenzpunkte, wir betreten ja Neuland. Das ist das Unbequeme dabei. Aber da liegt auch die Entwicklung, da liegt auch der eigentliche Prozess,
Da liegt auch das Abenteuer des Lebens, warum du mal hierher gekommen bist und warum jeder von uns, also auch du, als Kind morgens mit großen Augen in den neuen Tag geblickt hast und Neues kreieren wolltest. Wir sind ja da auch nicht auf die Idee gekommen zu denken, oh, was auch immer, ich mag jetzt keine Bewertungen und Beurteilungen mehr von mir geben. Aber je mehr wir uns das wieder zurückerobern und sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, go, umso mehr wartet die Belohnung in Form von sensationellen Möglichkeiten, wie das Leben agiert, uns Möglichkeiten schickt, Situationen schickt, alles das, was wir wirklich aus dem ganzen Herzen wollen, was wir aber nicht vom Kopf kreieren können. Das ist das Ding dabei, das Universum liefert. Aber wir dürfen loslassen. Wie das Universum liefert, das dürfen wir loslassen. Ja, ich würde noch nicht mal sagen, wie du vorhin gemeint hast, dass der Himmel nicht aufgehen kann und dann irgendwie sagen kann, go now. Aber was ich sagen kann, dass hier unter unseren Zuschauern und Zuhörern, genauso wie wir ja auch, ein paar Spezialisten sind, die selbst wenn das passieren würde, der Himmel geht auf, ne, da kommen Engel mit Fanfaren raus und dann kommt da so ein ganz großes Banner, wo steht Go Now, die dann immer noch sagen, ach, das ist nur Zufall, das hat nichts mit mir zu tun, das gilt für jemand anderen, das hat jetzt nichts mit meiner Situation gerade zu tun, weil jetzt kann ja noch gar nicht der richtige Zeitpunkt sein, weil, ne? Also ich weiß, da sitzen ein paar Spezialisten da hinter diesem Bildschirm, wo du das gerade siehst oder hörst, die trotzdem noch dann irgendwelche Ausreden, und da darf man einfach ehrlich zu sich selbst sein, ja. So dahinter blicken, ne? Ja. Und ein anderer Aspekt noch zu dem ganzen Thema zu jung oder zu alt. Natürlich spreche ich jetzt mal gerade für alle 20-Jährigen, weil ich selber jetzt gerade 23 bin. Das gilt aber für alle Altersklassen, was ich jetzt sage. Egal wie jung du bist, wie lange du schon auf dieser Erde wandelst. Ich zum Beispiel spreche, handle und fühle wohl sehr anders als die meisten in meinem Alter. Das ist natürlich auch was andere Leute dann bemerken, wo sie dann so merken, okay, hä, wie redet die denn, ne? Die ist doch 23, die redet ja schon wie so eine total lebenserfahrene Frau, das kriege ich ja ganz oft gesagt. Und bin ich ja auch, nur halt, dass ich nicht im Körper einer, keine Ahnung, 50, 60-Jährigen stecke, wie ich halt auch immer gedacht habe, ab dann bist du weise. Du kannst es doch schon viel früher haben, sage ich mal so. Und ich habe einfach ganz andere Dinge gemacht als andere in meinem Alter oder als die meisten in meinem Alter. Ne? Ich gehe halt meinen Weg und mache so mein Ding. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es sein kann, dass du jetzt zum Beispiel schon 50 Jahre jung bist und du bist zum Beispiel an deinem Arbeitsplatz im Büro, sagen wir das mal so, und auf einmal bist du aber diejenige, die sich irgendwie total für Spiritualität interessiert und die sich schon bei Kongressen angemeldet hat und da irgendwie schon so Interviews angeguckt hat. Diejenige, die The Secret gelesen hat und sich mit diesen Dingen auseinandersetzt, die einen Räucherstäbchenhalter in der Wohnung hat und sich immer Kerzen anzündet und Tagebuch schreibt und solche Dinge und sich mit diesen Dingen auseinandersetzt. Aber alle anderen im Büro machen das nicht. Mhm. Alle anderen im Büro schalten noch jeden Morgen den Fernseher an und gucken sich erstmal die Nachrichten an, lesen Zeitungen und keine Ahnung, vielleicht bist du auch die einzige Vegetarierin in deinem ganzen Umfeld und alle anderen essen Fleisch und so. Also von daher, also ohne jetzt irgendwas zu bewerten, aber es kann ja sein, egal wie jung du bist, dass du die Einzige, der Einzige bist in deinem ganzen Umfeld, die oder der irgendwas anders macht als alle anderen. Ne? Von daher, also ich gebe da nichts drauf, ob ich jetzt irgendwie was anders mache als andere und ob ich damit irgendwie zur Außenseiterin werde oder sowas, weil, keine Ahnung, ich lebe doch für mich und bisher hat sich's immer sehr gut bewährt und meine Beziehungen sind nur besser und intensiver geworden, als dass sich irgendjemand von mir abgewandt hätte. Mach einfach dein Ding und so und finde vor allem ein Umfeld, das dich
da unterstützt. Und ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich habe jetzt noch nicht so viele, also was heißt noch nicht so viele, andere Menschen in meinem Alter gefunden, wo ich jetzt wirklich sage, oh ja, da hat genauso viel schon in Coachings investiert und beschäftigt sich genauso wie ich jeden Tag mit spiritueller Weiterentwicklung und wer ist Gott und was ist der Sinn des Lebens und so. Ich habe da so ein paar Menschen in meinem Leben, auch in dem Alter, aber jetzt halt auch nicht so die Masse. Die meisten, mit denen ich mich über diese Dinge unterhalte, privat, die sind schon wesentlich länger auf dieser Erde als ich. Aber da ist ja auch nichts schlimm dran. Vor allem, weil ich mir so denke, das Universum wird mir schon die richtigen Menschen schicken. Und dann ist es egal, ist doch eigentlich auch egal, wie jung oder alt die Person ist. Ich kann ja erstmal im ersten Schritt überhaupt dankbar sein, dass ich überhaupt jemanden habe, mit dem ich darüber sprechen kann. Mhm. Und falls du irgendwie das Gefühl hast, du hast gar keinen, mit dem du drüber sprechen kannst, dafür gibt es ja Räume wie Divinity, wo wir genau über diese Dinge sprechen, wo alles erlaubt ist, was du mitbringst und dass du dich da komplett mal austoben kannst in diesem ganzen Gebiet und dich mal überhaupt kennenlernen kannst und ja, diese ganze Thematik für dich überhaupt entdecken kannst. Also dafür gibt es ja Divinity, von daher Herzenseinladung, da mit reinzukommen in diesen Raum und gleichzeitig so im Vertrauen zu sein, dass alles genau richtig ist und dass das Universum dir schon die richtigen Menschen schicken wird. Genauso wie es mir die richtigen Menschen schicken wird, in dem Moment, wo es halt wichtig ist und nicht, wo ich denke, oh, ich bin 23, eigentlich müsste ich keine Ahnung was machen. Ne? Alle anderen, die machen jetzt hier irgendwie, sind da unterwegs und besaufen sich das ganze Wochenende lang und machen dies, machen das und ich sitze hier und überlege mir, wie kann ich mich noch gesünder ernähren und wie kann ich jetzt mein Business weiterführen, als selbstständige Unternehmerin und wie komme ich Gott näher und wie komme ich der Liebe näher und so. Also das sind Fragen, die ich mir halt stelle. Und das eine ist nicht besser als das andere. Also das, was ich mache, ist nicht besser, als wenn jemand halt sich jedes Wochenende besäuft. Es ist halt einfach so, wie es ist. Ich habe mich einfach irgendwann dafür entschieden, zu sagen, okay, was ist denn eigentlich mein Weg? Was ist denn mein Ding hier in diesem Leben, auf dieser Erde? Und dann mache ich das. Und jemand anderes stellt sich die Frage oder stellt sich die Frage nicht. Mir kann das ja egal sein, was jemand anderes macht. Für mich ist ja nur wichtig, was ich mache. Und das halt in der Liebe, nicht in diesem Egoismus, ja, mir ist doch egal, was du machst, ich mache jetzt hier mein Ding, sondern voll aus der Liebe heraus und so, du machst deins, ich mache meins. Und wie können wir uns gegenseitig der bestmögliche Beitrag sein? Ja, das mit dem Alter ist ja auch nur eine Bewertung. Das ist ja nur etwas, was wir an unser Passalter, also dieses Datum, was im Pass steht, daran verknüpfen und dann eine Bewertung darüber haben. Ich glaube, die meisten, die uns hier lauschen, sind alte Seelen. Mhm. Und unter dem Aspekt, dass wir ja alle Energiewesen sind, die zum jetzigen Zeitpunkt hier den jetzigen Körper, im jetzigen Körper inkarniert haben. Es gab schon viele frühere Leben, auch in deinem Leben. Und es wird vermutlich auch noch weitere Leben geben. Können wir viel drüber philosophieren. Ich will das jetzt nur unter dem Aspekt mal erwähnt haben, dass wir uns von diesem Passalter lösen dürfen. Und dann gibt es natürlich Phasen im Leben. Also in meinem Leben gab es auch Phasen, wo ich mit Spiritualität überhaupt nichts am Hut hatte. Wenn man mir was von Spiritualität in meinem absolut ganz früheren Leben gesagt hätte, hätte ich gesagt, komm, lass uns einen Wein trinken oder ein Bier trinken. Alles ist gut, ist nicht meine Welt. Ich weiß noch, einer meiner ersten Lehrer, der zu mir mal gesagt hatte, in Ihnen steckt ganz viel Spiritualität, die gelebt werden möchte. Da habe ich gedacht, von was redet der? Lass schnell hier verschwinden, um Gottes Willen. Ich war auch damals auf der Seite dann ein paar Mal von ihm unterwegs und habe mir das ein oder andere angeguckt, immer wieder weggeklickt und gedacht, um Gottes Willen. Ja? Also so war ich auch mal drauf. Wahnsinn. Gehörte alles dazu. Es ist nie was falsch, nie. Es ist immer alles so, wie es ist, wenn man mal jegliche Bewertung rausholen. Wenn man mir früher gesagt hätte, du gründest mal eine Akademie, wo du Menschen dabei begleitest, wirklich den Plan der Seele zu entdecken, frei zu leben,
Hätte ich ja auch gesagt, wie soll denn das gehen? Mhm. Dass mal Provita Family entsteht als Zuhause für Menschen, die mehr vom Leben wollen. Das war noch nicht mal ansatzweise auf einer Zielcollage. Das hat sich alles so ergeben. Und jetzt zu deinem Eingangssatz, den du vorhin gesagt hattest, zu deiner Weisheit. Kannst du den nochmal wiederholen? Weißt du den noch? Klar. Bitte. Weisheit, also was? Ich weiß nicht genau. Du hast vorhin so einen schönen Satz gesagt, ich bin jetzt genau im richtigen Alter, das zu leben, zu erfahren. So hattest du die Reihe hier angefangen. Und dann habe ich gedacht, guck mal, wie interessant, es ist alles eine Bewertung oder Beurteilung. Du sagst das aus deiner Sicht als 23-Jährige. Ich kümmere mich nicht darum, was andere jetzt denken oder sagen, ich kümmere mich jetzt nicht darum, bin ich zu jung oder zu alt. Ja. Und habe ich gedacht, in meinem jugendlichen Alter kann ich das genauso sagen. Ja. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ich habe für mich mal die Entscheidung getroffen, ich kümmere mich nicht ums Älterwerden, sondern jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Großartiges entstehen zu lassen. Und mein ganzes Umfeld mir sagt, ab einem gewissen Alter ist das so oder so oder so. Das habe ich insbesondere gehört, ist ja jetzt schon viele, viele Jahre her, als ich so Richtung 50 ging und da so gehört habe, wenn du erst mal 50 bist, dann ist das, dann tun da die Knochen weh und dies und jenes und was auch immer, habe ich immer gedacht. Wozu? Ist deines. Daran beteilige ich mich einfach nicht. Ja? Nicht, weil ich ein Problem mit irgendeiner Zahl habe, die auf dem Pass da steht, sondern wenn ich doch gut für mich sorge, mit meinem Körper connected bin, es ist doch letzten Endes nur ein Glaubenssatz, dass ab einem gewissen Alter ein Alterungsprozess in dem Sinne eintrifft. Ja? Mhm. Natürlich merke ich Dinge, wo ich dann manchmal denke, ja, jetzt merke ich schon, dass ich keine 20 mehr bin, aber wenn ich doch gut für mich sorge, dann kann ich doch mit 70, 80 noch auch hellwach, topfit sein und die Dinge mache, die mir wirklich Freude machen. Das ist doch nicht Sinn des Lebens, dass ich ab einem gewissen Alter darauf warte, den Körper zu verlassen, um es jetzt mal so auszudrücken. Mhm. Dafür sind wir doch nicht hier. Das ist doch alles nur ein Glaubenssatz. Ja, das ist, ich denke mal, aus jahrelangem, ich sage jetzt einfach mal, aus jahrelangem Nichtleben des eigenen Lebens, dass man dann halt natürlich irgendwann die Schnauze voll hat und denkt, pff, dann brauche ich auch nicht weiterzumachen, dann ist jetzt auch gut, dann ist jetzt halt auch irgendwann mal gut, ne? Das ist auch irgendwie nachvollziehbar, aber ob das wirklich das ist, was wir leben wollen? Auf die Idee komme ich ja nur, wenn ich die Dinge mache, die mir nicht wirklich Freude machen, die nicht wirklich dem Plan meiner Seele, meinem Herzen entsprechen, die ich dann einfach nur mache, weil man es halt so macht. Mhm. Ja? Ja. Ja, und nochmal zu dem Alter. Es gibt auch Coaches oder überhaupt Menschen da draußen, die sagen, du solltest nicht zu früh mit diesen Dingen anfangen. Mhm. Na, also auch jetzt hier mit 23 oder so, oder ich weiß gar nicht, welches Alter dann jetzt spezifisch damit gemeint ist. Auf jeden Fall sollte man nicht zu früh mit diesen ganzen Themen anfangen, weil man jetzt noch irgendwie andere Erfahrungen machen soll. Es kommt auch von, ich kenne diesen Satz halt auch von jemandem, das ergibt für mich halt nicht so wirklich Sinn, weil ich mir dann auf der einen Seite so denke, das ist doch auch schon wieder ja, so gegeben, so, sonst ist alles irgendwie frei und alles immer nur eine Bewertung, wenn man dann gewisse Dinge so sieht, aber dann halt diese Bewertung reinhauen, ergibt für mich halt nicht so viel Sinn, weil ich mir so denke, ich bin noch nicht zu jung für irgendetwas. Als ich mit 19 meine erste Firma gegründet habe, da war ich nicht zu jung für. Als ich mit 16 auf meinem ersten Seminar zur Persönlichkeitsentwicklung war, da war ich nicht zu jung für. Und wenn ich mich auf so einem Seminar wiederfinde, mit 16, mit 20, mit 25, dann doch nur, weil das Leben, das Universum mich irgendwie dahin geführt hat. So, und dann ist es doch auf jeden Fall genau richtig. Und was ich auch schon gehört habe, ist dann so das Thema, sonst bereust du es, dass du gewisse Erfahrungen nicht gemacht hast, dass du gewisse Dinge nicht ausgelebt hast, weil natürlich verhalte ich mich jetzt schon erwachsener als viele in meinem Alter,
die dann eben noch ja, so Party, Life of the Party machen. Also was ja alles vollkommen fein ist. Also darum soll es jetzt gar nicht gehen, was jetzt irgendwie besser oder schlechter ist. Aber es ist halt einfach mein Weg, den ich gehe. Und dann muss mir auch keiner irgendwie erzählen, ich würde es irgendwann bereuen, weil ich glaube, ich, Madeleine, bin ziemlich gut genug mit mir selber verbunden, um zu wissen, was gut für mich ist und was ich wirklich will und was ich wirklich brauche. Sonst würdest du hier nicht in diesem Podcast meine Stimme hören, wenn dem nicht so wäre, und würdest nicht die ganzen Angebote sehen von mir, die ich gebe. Divinity und alles, ne? Also das würdest du alles nicht von mir hören, wenn ich nicht genau wüsste, was ich will, was ich brauche. Und genauso, dass du einfach auch in deiner, ja, in deinem Selbstbewusstsein ankommen, dass der Weg, den du gehst, genau richtig ist, egal wie jung du bist. Und noch ein Punkt dazu, als ich mit 20 das erste Mal auf so einem richtig großen, so ein richtiges Retreat war, also nicht nur Seminar, so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung, sondern so richtig, wo es so richtig in die Tiefe ging, habe ich mich mit der Seminarleiterin eines Nachmittags dann mal dahingesetzt, weil ich ein Einzelgespräch mit ihr wollte. Wir haben uns hingesetzt auf die Wiese im Sonnenschein, war wunderschön, und ich habe zu ihr gesagt, du, ich habe das Gefühl, ich bin zu früh an und ich könnte das alles wieder verlieren, was ich hier lerne. So, weil ich noch so jung bin. Weil die nächstjüngste war 34. Und alle anderen dann drüber, ne? So bis 60. So. Und wir waren, keine Ahnung, ich glaube 16 Frauen da auf diesem Seminar. Und ich war ja dann mit Abstand die Jüngste. Also 14 Jahre Unterschied zur nächstjüngsten quasi. Und hatte dann so gesagt, ja, ich habe irgendwie Angst, dass ich das verliere oder so, ne? Weil ich ja noch so viel Leben vor mir habe. Was ist denn, wenn das gar nicht bleibt? Und ne? Müsste ich diese Entwicklung, die ich gerade mache, nicht auch erst mit 35 anfangen? Oder mit 40? Oder mit 50? Oder mit 60? Mhm. So wie die anderen? Mhm. Und sie hat dann gelacht und hat dann gesagt, du verlierst hier nichts. Und es ist auch ein Trugschluss, weil dieser Gedanke, den ich da hatte, der entstammt eigentlich dem Gedanken, dass wir irgendwann fertig sind. Ja. Das heißt, ich nenne jetzt mal als Beispiel, wir machen 5 Jahre spirituelle Entwicklung, kommen zum Punkt der Erleuchtung und dann war's das. Und dann haben wir so einen Peak erreicht und das ist dann Endlevel und fertig und dann, ja, und dann bin ich vielleicht erst 25. Was mache ich denn jetzt noch die restlichen 60 Jahre oder so, ne? Was ist denn dann? Und das ist aber nicht der Fall, weil es geht ja immer weiter, ne? Wir können uns das mit unserem menschlichen, kleinen, süßen Verstand nicht vorstellen, weil wir auch in Mathematik gelernt haben, eine Strecke beginnt hier und endet hier und fertig. Die Unendlichkeit, die können wir uns nicht vorstellen. Ich weiß ja gar nicht, wie es ist, wenn ich dann eines Tages tatsächlich 60 Jahre alt bin, an welchem lebenserfahrenen Weisheitspunkt ich in meinem Leben stehen werde. Ich werde mich auf jeden Fall weiterentwickeln und von all dem noch profitieren, was ich damals mit 16 auf meinem allerersten Seminar gelernt habe. Und es geht immer weiter. Also du verlernst nichts, du bist nicht zu jung, du bist nicht zu alt, du bist genau an dem richtigen Punkt. Und ich will auch nicht hören, ach, die Madeleine, die ist so jung und das ist so toll, dass sie das jetzt macht. Hätte ich doch auch früher mal so gedacht. Das habe ich auch ganz oft gehört. Aber in deinem Alter habe ich an sowas ja noch gar nicht gedacht. Und da schwingt ganz oft auch so eine Energie mit von, ach, ich habe mein Leben verschwendet oder so. Oder ach, ich hätte eigentlich auch viel früher damit. Guck dir die mal an, ne? So nach dem Motto, bitte, vergleicht euch nicht. Egal in welchem Alter, egal was du in deinem Leben glaubst, schon hättest erreicht haben müssen. Hör auf, dich zu vergleichen. Es ist alles genau richtig. Dein Leben ist so einzigartig und hat dich auf einem ganz einzigartigen Weg geführt, damit du jetzt an diesem Punkt stehen kannst und ganz gewisse Dinge erreichen kannst. Das ist ja auch das,
was du so ganz besonders beim Seelenplan auch machst, wenn es dann darum geht, dass unsere Kundinnen halt ihren Seelenplan entdecken, dass wir wirklich in diesen vergangenen Jahren schauen, was zieht sich denn da so durch? Was ist denn da so diese rote Linie, die sich durchzieht? Und dann erkennen die Leute, dass da wirklich so ein Schatz drin ist, wie sie ihr bisheriges Leben verbracht haben, weil sie genau ganz klar ihren Seelenplan erkennen. Ist vielleicht sogar auch der Vorteil, wenn man dann erst später damit anfängt, weil man dann halt diese Linie hat und die habe ich jetzt halt noch nicht so lang. Mhm. Meine Linie ist halt noch nicht so lang in diesem Leben. Deswegen habe ich mich auf andere Art und Weise mit Thema Bestimmung und Seelenplan, Lebensaufgabe auseinandersetzen dürfen, um das für mich zu finden. Und dann gibt es halt auch diesen Weg, den du ja auch so quasi etabliert hast, den Seelenplan zu entdecken, wo man halt wirklich so in seinem Leben halt schaut, was sich da so durchzieht und so. Ne? Also Mama macht das ganz intensiv in der Akademie eben mit unseren Kundinnen. Und von daher, da steckt genau so, wie du bisher gelebt hast, war es genau richtig, damit du wirklich dein volles Potenzial jetzt ausschöpfen kannst, egal wie jung du bist, egal wie lange du schon auf dieser Erde wandelst, du hast alles genau richtig gemacht und geh einfach weiter deinen Weg. Ja. In dem Sinne, komm in Divinity, komm in die Akademie oder komm ganz direkt in Irmgard Bronder Akademie All Inclusive, wo alles drin ist. Ne? Da ist Divinity drin, da ist Seelenplan entdecken, Seelenberuf daraus kreieren mit drin. Da ist Partnerschaft, Gesundheit, finanzielle Realität drin. Also das ist ja wirklich das Allround-Paket. Da hast du alles. Verlinken wir da natürlich alles unter dieser Folge. Und freuen uns natürlich riesig über jeden, der mit dabei ist. Und würde ich sagen, bis dahin. Bis dahin.